Wir haben doch alle diesen einen Freund, der irgendwie vor allem Angst hat. Und in meinem Fall bin ich das selber. Ich hasse Horrorfilme, gucke immer 5-mal nach, ob meine Tür abgeschlossen ist und höre ständig Geräusche, wenn ich alleine zu Hause bin. Für das heutige Video dachte ich mir deswegen, dass es ultra lustig wäre, wenn genau ich mal eine Horror-Map spielen würde. Ich habe also ein bisschen recherchiert und bin dabei auf Beware gestoßen, die von vielen als die gruseligste Horror-Map jemals bezeichnet wird. Im heutigen Video seht ihr, wie ich versuche, genau diese durchzuspielen und dabei absolut verstört werde. Oh mein Gott! Kleine Triggerwarnung im Vorhinein, die Map ist wirklich ultra gut gemacht und absolut nichts für schwache Nerven. Wenn ihr vor so etwas also genauso viel Angst habt wie ich, solltet ihr besser abschalten. So, jetzt aber genug gelabert. Ich habe mein komplettes Zimmer abgedunkelt und bin direkt rein in den größten Fehler meines Lebens. Oh mein Gott, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Alleine der Start ist gruselig, weil alles schwarz ist. Ich drücke auf Start. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hasse es jetzt schon. Warum tue ich mir das an? Okay, wir starten auf einem gelben Dingens und vor uns ist ein Weg. Da kommt direkt der erste Jumpscare. Okay, beim ersten war alles safe. Jetzt kommt ein Jumpscare. Jetzt kommt ein Jumpscare. Ich hasse sowas. Ich hasse auch Horrorfilme. Mann, warum tue ich mir das an? Ich habe jetzt schon Angst. Und ihr denkt, ich spiele das. Ihr denkt, ich spiele das. Aber ich weiß, jetzt kommt gleich ein Jumpscare. Ich finde das wirklich gruselig gerade. Gleich kommt ein Jumpscare. Ich weiß es. Ich weiß es. Schwarzer Bildschirm. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. What's wrong with this game? Ich muss mich erstmal ausruhen, sage ich. Okay, ich habe gerade gezockt. Sehr cooles Model. Da ist Kinderspielmusik im Hintergrund. Guck mal, hier ist ein Bree. Cookie25, der hat das Ganze vielleicht gebaut. Schaut, das geht raus. Sieht sehr krass aus. Dann haben wir drüben ein gruseliges Gemälde von einem Enderman, was sich nicht bewegt. Hier ist die komische Spielkassette. Die können wir nicht ausstellen. Wer wohnt hier? Und wir werden angerufen. Oh, Skype. Oh mein Gott, ist das cool gemacht. Hallo? Rose, hallo Honig, wie war dein Trip? Ja, frag lieber nicht. Ich dachte, es würde niemals enden, aber ja, ich bin da und das Haus sieht super stark aus. Ja, also sie sagt gerade so, yo, Haus ist todeskrass, wow, geile Crypt, die du dir geholt hast. Wie viel ist dein Haus wert? Und wir haben das Haus von einem Freund gekauft. Ach cool, seine Frau ist da drin gestorben und deswegen ist es jetzt günstiger. Perfekt. Ich würde niemals in ein Haus ziehen, wo jemand gestorben ist drin. Oh, und die Frau wusste es auch nicht, unsere Rose. Bevor sie den Unfall hatte und gestorben ist, hat sie sich gefühlt, als wäre sie beobachtet worden. Perfekt. Dann hat sie irgendwie kranke Augen und so an die Wand gemalt und komisches Zeug. Und die sagt, ja, die war schon immer verrückt, die Alte. Aber uns ist es egal, weil wir sind Macher und wir ziehen in dieses gruselige Haus. Der Anfang von jedem Horrorfilm, ein gruseliges Haus, wo jemand drin gestorben ist, wir gehen rein, ist uns egal. In 3 Stunden treffen wir uns beim verfluchten Haus. Wie dumm, ich wette, bis dahin sind wir tot. Oh mein Gott, wir wohnen aber auch in der gruseligen Gegend, oder? Follow the stars. Was sollten wir uns merken, glaube ich? Wir haben eine verschlossene Tür in unserem Haus, die wir selber nicht aufbekommen, das ist okay. Ja gut, dann geht's jetzt hier durch. Ein gruseliges Auge, das ist kein Jumpscare. Das ist einfach nur ein Auge. Oh mein Gott, das sind die Augen, die Verrückte an die Wand gemalt hat. Okay, also wir sind im Auto. Vor uns ist ein Baum umgefallen. Und wir müssen jetzt uns hier umschauen. In diesem verdammt gruseligen Wald auf dieser offenen Straße. Das ist doch Kacke. Drehen wir halt um. Machen wir halt morgen, oder? Doch nicht mitten in der Nacht, wo nur so ein einsamer Weg ist. Also ich glaube, die Sterne markieren immer, wo wir hin müssen. Okay, hier geht ein Pfeil nach da. Dann gehen wir links lang. Okay, das ist so ein Rundweg. Also sieht alles sehr schön aus. Gruselige Hütte. Warum brennt's hier? Hier brennt's und hier ist eine Axt. Das ist nie ein gut... Gott, da gehe ich auf keinen Fall rein. Auf keinen Fall. Okay, aber hier ist... Wir müssen dann hier langlaufen, wo der Pfeil lang geht. Ich hasse es jetzt schon, okay. Oh mein... Hier ist gerade ein Fenster kaputt gegangen. Und er sagt, wir sollen versuchen, die Tür kaputt zu machen. Und da fällt mir doch ein, was direkt ein. Und zwar die Axt, die wir da vorne gesehen haben. Aha, der Fuchs. Die Axt nehmen wir uns. Eine Eisenaxt. Sehr schönes Model wieder. Also, wir hätten auch klopfen können, aber egal. Ihr wollt mich ver... oh mein Gott, nee. Nee. Wo ist die Tür hin? Warum sind wir da, Gummiz? Hör auf. Hör auf. Ich guck auf den Boden. Ich guck mich hin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir sind in den Backrooms. Hey, Jungs. Was geht? Oh, da hinten ist jemand. Da hinten ist jemand. Bro, warum tanzt du? Es war so klar. Oh mein Gott. Okay. Okay, hier sind 2 gruselige Augen. Das sind die Augen von der Verrückten, von der wir das Haus gekauft haben. Warum? Wir sind wieder im Wald. Und da ist ein verdammt gruseliger Typ. Hey, Bro, what up? Kannst du mir vielleicht helfen? Wir sind noch nicht bereit, sagt er. Aber für was? Ach, er kommt. Er wird kommen, sagt er. Also kommen wollte ich jetzt eigentlich... Entschuldigung, bin ich Hugo. Okay, also der redet irgendwas vor sich hin, steht unter der Lampe und kann mir, glaube ich, nicht helfen. Oh, er sagt, wart. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Der Mann ist tot. Ich habe eine Sekunde nicht hingeschaut. Oh mein Gott, der arme alte Mann. Er hat gesagt, er wird kommen und er kam. Gott, das schaffen wir. Wir schaffen es zu unserem Auto. Komm, sperr die Tür auf. Sperr die Tür auf. Es ist übergruselig. Ja, das Auto ist abgeschlossen, na klar. Warum ist mein... Oh mein Gott! Okay, also, wir waren an unserem Auto. Es ging nicht auf. Jetzt sind wir hier in den Backrooms.
Oh mein Gott, Bro. Hey, wir sind doch am Chillen. Wir sind doch am Chillen. Oh mein Gott. Bro, wir sind cool, alles cool, wir sind Homies. Wir waren schon im Baum. Oh mein Gott. Aber ich habe nicht geschrien. Jetzt sind wir in der Mitte von einem unendlichen Gang. Und uns verfolgt irgendein Slenderman-Kerl. Das ist gar nicht gut. Wir gehen da vor. Oh mein Gott, da ist ein Ende. Ah, da kamen wir her. Ah, das bringt uns auch nichts. Okay, wir müssen da lang. Gott, das ist wirklich unendlich. Ich laufe jetzt einfach in eine Richtung, da wird schon gleich was kommen. Okay, wir kommen zum Ende. Wir sind in einem gruseligen Labyrinth. Das finde ich gar nicht gut. Was soll das? Wir gehen mal die Ränder durch. Da ist ein Brief. Music always pulls me out of the deepest pits. Mich stößt die Musik hier gerade in die tiefsten Löcher rein. Warum spielt eine Orgel? Ja, wir können halt nichts machen, außer jetzt einfach jeden Gang lang laufen und gucken, ob irgendwas passiert. Okay, los geht's. Da ist es! Da ist die Tür! Okay, 20 Minuten hat's gedauert. Ich bin die ganze Zeit hier durch die Gegend gelaufen und habe dadurch irgendwie den Grusel verloren. Ich hoffe, er kommt jetzt zurück, wenn ich diese Tür öffne. Oh mein Gott! Ja, es kam zurück. Und wir sind direkt wieder da. 20 Minuten habe ich mir diese Orgelmusik gegeben. Und warum rechne ich dann nicht mit einem Jumpscare? Wie dumm! Oh, aber wir müssen... Okay, wir mussten runter. Hier ist eine Zielscheibe, die macht mir Angst. Hier sind überall Augen. I am you, also ich bin du. Cool. Also mein Beileid. Oh mein Gott, wenn ich da jetzt reinlaufe, wird das passieren. Hier kommt gleich ein Jumpscare. Das ist viel zu... Okay, kein Jumpscare. Wir werden einfach nur geportet. Ein kleiner Gang mit einer Tür. Wir müssen da durch. Wir haben keine andere Wahl. Oh mein Gott, ich hasse es. Wir rennen, okay? Freunde, nehmt die Beine in die Hand. 3, 2, 1, los! Okay, alles cool. Wir rennen weiter. Hier passiert nichts. Das ist ein gruseliger Pfeil auf dem Boden und hinter uns ist ein Radio. Ein verdammtes Radio. Ich mach's an. Okay, er sagt uns Richtungen, in die wir laufen müssen. Also nach rechts, nach oben ist dann hier, nach links, nochmal nach links, nach rechts und da vorne nach links. Und dann sind wir durch. Hier wird bestimmt gleich nichts Gruseliges passieren. Warum hört das hier auf und warum wird es so duster, wenn ich hierher gehe? Sind wir durch? Oh, vielleicht haben wir dadurch eine Tür geöffnet. Oh mein Gott, wir haben es so gemacht, dass wir jetzt überall hinlaufen können. Oh mein Gott, bin ich dumm. Also vielleicht. Vielleicht zeigt es auch einfach nur, wo wir durchgehen können. Also wir können hier durch den rechten Weg, dann hier durch den oberen. Nochmal. Vielleicht heißt ab auch in der Mitte. Wir können hier durch den rechten Weg, dann hier durch den mittleren, dann hier durch den linken, dann nochmal durch den linken. Okay, das ist es. Dann durch den ganz rechts. Ups. Und jetzt nochmal durch den ganz links. Okay, ich hab das voll falsch verstanden. Passiert dem Besten. Und jetzt können wir hier durch. Oh mein Gott, Schrift. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ich muss mich umdrehen. Geht es jetzt vielleicht wieder von vorne los? Oh mein Gott, das sieht super gruselig aus. Oh mein Gott, da ist so ein Bild. Es kommt gleich ein Jumpscare. Und irgendwo hier an der Seite könnte die nächste Tür sein. Da ist sie. Ja gut, ne? Dann gehen wir durch diese einladende Tür durch. Hi. Oh mein Gott, jetzt kommt ein Jumpscare. Jetzt kommt 1000000% ein Jumpscare. Die Tür ist weg. Die verdammte Tür ist weg. Crouch steht da. Das heißt, wir sollen sneaken. Okay. Okay, cool. Also, POV, du bist in den Backrooms gefangen, stirbst gleich. Aber trotzdem findest du irgendwie die Technik mit den Lichtern cool. Und wenn wir sneaken, wird's dunkel. Und wenn wir aufhören, wird's wieder hell. Und da ist so ein Punkt, der macht mir Angst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es kommt ein Jump. Hör auf. Nähert sich das Ding an? Run. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist wieder der Typ von vorhin. Das ist der Typ von vorhin. Rechts oder links? Links, wegen der politischen Einstellung. Fragezeichen, ist egal. Fragezeichen, bin ich da. Oh mein Gott! Oh. Es war, glaube ich, die falsche Entscheidung. Ich dachte, da passiert was. Okay, wir rennen wieder. Ja, diesmal gehen wir nach rechts. Oh mein Gott, wir müssen uns wieder entscheiden. Dieses Mal ist es links. Oh mein Gott, drei Türen? Das sind nicht nur drei Türen. Was passiert hier? Da war ein Raum voller Türen. Ist die Tür schon die ganze Zeit da? Hey. Och nein. Das ist jetzt kein Krankenhaus, Mann. Ich hasse Krankenhäuser. Die sind immer gruselig. Also eigentlich nie, aber in Horrorfilmen. Jungs, Fahrstuhl. Hier ist so ein Dingens. Ah, wir machen den irgendwie mit unserem Kopf an. Oh, okay, wir brauchen eine Access-Card, um hier durchzugehen. Das ist scheinbar das Büro von so einem Arzt. Was ist das eigentlich für ein gruseliges Bild? Welcher Arzt und warum funktioniert der Röhrenfernseher nicht? Hallo? Warum gibt's hier keinen Lichtschalter? Und warum ist hier eine Kinderspielecke mit dieser gruseligen Kassette? Oh mein Gott, Bro. Das sieht nicht gesund aus. Was ist hier passiert? Oh, Access-Card. Let's go, wir haben sie. Und können jetzt ganz schnell in diesen gruseligen, abgesperrten Bereich. So, dann einmal
Die Access Card einlösen, bitte. Hallöchen. Find the Fuse. Was ist ein Fuse? Ich kenne nur Fuse-Tee. Okay, Google. Was heißt Fuse auf Deutsch? Fuse heißt auf Englisch Sicherung. Okay, wir müssen die Sicherung finden. So, wo ist denn der Sicherungskasten? Erzähl mal. Oh mein Gott, warum sind die Türen zugegangen? Warum sind gerade hinter mir die Türen zugegangen? Das war da vorne nicht so. Oh mein Gott, was soll die Musik? Ich habe Gänsehaut. Und es ist kein Joke. Wenn ich jetzt da rausgehe, passiert irgendwas Dummes. Oh, wobei. Oh mein Gott. Wird das schneller, das Bild? Okay, wir können... Wir sind in einem... Der Fernseher stand nicht die ganze... Der Raum ist gespiegelt. Das ist ein anderer... Hier war keine Tür. Hier war vorher keine Tür. Oh mein Gott, hier war aber vorher eine Tür. Da sind wir doch gerade durch. Warum ist die jetzt weg und jetzt sind wir der... Okay, wir verstecken uns. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Wir nehmen das. Oh, das war sogar gewollt. Okay, wir sind drin. Wir sind drin. Wir verstecken uns. Okay. Okay, verstecken. Oh mein Gott, er kann uns nicht sehen. Er sieht uns nicht. Wir müssen leise sein. Leise. Oh nein, mein WhatsApp. Wir verstecken uns vor dem gruseligen Mann im Mülleimer. Oh mein Gott. Ich weiß, dass er mich finden wird. Es würde keinen Sinn ergeben. In keinem Horrorfilm jemals wurde jemand, der sich versteckt hat, nicht gefunden. Ich weiß, dass es gleich passieren wird und ich habe verdammt Angst vor. Sollen wir rausgehen? Glaubt ihr, er ist weg? Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, wir müssen raus. Sollen wir uns ihm stellen? Sollen wir eins gegen eins gehen? Ja, wir gehen raus. Was willst du, hä? Was willst du? Komm, dreh dich um. Dreh dich um, du Loser. Komm, hä? Hast du Angst? Trau dich. Oh mein Gott! Ich glaube, wir mussten halt rausgehen, weil sonst wäre der die ganze Zeit da gechillt. Aber ich dachte, vielleicht können wir eins gegen eins gehen. Oh, Freunde, ich glaube, ich weiß es. Wir müssen immer von Ding zu Ding hoppen. So aber, dass uns der Typ nicht bemerkt. Weil am Ende war ja eine Tür. Okay, jetzt ist er da. Jetzt dreht er um. Das bedeutet, wir können jetzt raus. Können ein bisschen laufen. Er checkt uns nicht. Er checkt uns nicht. Er wird da vorne noch umdrehen. Und hier gehen wir jetzt rein. Okay, und jetzt läuft er hier auch an uns vorbei. Wenn er jetzt hier vorbei geht, geht's weiter. Okay, das ist wirklich schwierig. Und dann rennen wir. Rennen, 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 rennen. Rennen, 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 rennen. Warum rennst du nicht? Du Idiot! Das schaffe ich, das schaffe ich. Wir sind durch! Aber wir sind wieder am Anfang. Lass mich da rein, lass mich da rein! Lass mich da rein! Oh mein Gott! Oh Gott, meine armen Nachbarn. Die rufen gleich die Polizei. Oh, okay, wir haben es nicht geschafft. Wir müssen wieder hier durch und das wieder machen. Durch die Tür. Und wir sind wieder back. Und jetzt müssen wir schnell sein. Ich glaube, wir müssen das nochmal machen. Kommt er hier nochmal vorbei? Okay, tut er. Okay, gut, 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 gut. Chillen, chillen, chillen. Chillen, grillen, Kasten killen. Wir sind unterwegs zum nächsten... Oh mein Gott, warum? Wie hat er uns bemerkt? Das ist verdammt schwer. Da ist eine Tür. Da vorne ist eine Tür. Da können wir durch. Die Tür ist weg. Der wird jetzt hier gleich um die Ecke kommen und uns töten. Der wird hier gleich um die Ecke kommen und uns töten. Ich hab's gewusst. Okay, aber was soll das, wenn die Tür nicht existiert? Was ist dann da los? Die Fake-Tür öffnen und hier rein. Ganz schnell. Okay, geil. Geil, geil, geil. Okay, wir haben die Fake-Tür geöffnet und jetzt muss hier irgendwo eine neue erscheinen eigentlich. Das wäre logisch. Wir gehen weg. Hier. Oh mein Gott, ich fühle mich safe. Hier ist ein Fernseher, ich gehe direkt hin, damit nichts passieren kann. Und wir wurden wieder geportet, aber ich glaube, das ist gut. Wir haben einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Okay, sick. Ah, wir können zu dieser einen Tür, die geschlossen war vorher. Okay. Sollen es die Toiletten sein? Ich glaube schon, oder die Duschen. Okay, kann ich wieder raus? Nein. Perfekt. Oh mein Gott. Wenn ich den Spiegel angucke, gibt es ein Geräusch. Vielleicht gibt es irgendeinen Hinweis im Spiegel, den es hier nicht gibt. Oh mein Gott, im Spiegel liegt jemand in der Badewanne. Hier aber nicht. Das Ding sagt, wir sollen da hingehen. Okay, okay. Ist eine Cutscene. Ich find's so cool, dass es Cutscenes gibt auf der Map. Wir sind mal wieder aus so einer Leine, müssen da vorlaufen. Und hier ist eine Tür und da ist ein Auge. Ein Auge, was diese gruselige Frau gemalt hat, wahrscheinlich. Oh mein Gott! Ich hasse alles. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Kacke, ich habe damit irgendwie nicht gerechnet und ich weiß nicht warum. Oh, ja, 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 okay. Okay, wir sind in der Badewanne mitten im Wald. Aber wir sind raus aus dem gruseligen Krankenhaus immerhin. Bild von Bäumen und hinter dem Baum ist ein gruseliges Monster. Ich hasse es. Ist das mein Haus? Oh mein Gott, Bro, wer ist sie? Das ist nicht das Haus, was wir gekauft haben, oder? Von der Toten. Wollt ihr mich verarschen? Ich kaufe doch kein Haus mitten im Wald, wo die ganze Zeit irgendwelche gruseligen Geister rumtollen. Oh mein Gott, ich glaube, unsere Frau ist tot. Ich glaube, Rose ist tot. Ich habe so ein Gefühl. Ey, chillig, Cutscene. Hey, Licht an, Licht aus. Licht aus, Licht an. Gleich kommt ein Jumpscare. 100%. Oh mein Gott, es war so klar. Es war so klar. Oh mein Gott, ich will mich nicht umdrehen. Es ist auf einmal nur ein Bild von der gruseligen Person und unserem Workspace. Hinter uns ist eine Tür.
Und da gehen wir durch. Hier sind noch mehr gruselige Bilder. Oh mein Gott. Blackscreen. Ich hasse Blackscreen. Keine Tür. Da gehen wir rein. Gehen wir da mal hin. Kommen wir näher? Ich bin mir nicht sicher. Es fühlt sich so an, als kämen wir einfach nicht näher. Doch, tun wir. Was bist du? Oh mein Gott, das ist wieder der Typ in der Badewanne. Einfach im Nichts. Wir sind wieder im Krankenhaus. Ich habe gerade gesagt, zum Glück sind wir raus aus dem Krankenhaus. Der Spiegel ist weg. Das ist so ein Psychoscheiß. Hier sind wir am Anfang reingekommen. Hier war so eine Backsteinmauer und die ist jetzt weg. Ein Spiegel ohne Spiegelbild. Und ein Loch. Ich habe reingeschaut, es wurde nur gelacht. Oh mein Gott, wo sind wir? Wo ist die Tür? Wo ist das hinter uns hin? Was ist hier los? Oh mein Gott, Bro, wer bist du? Wer bist du, Bro? Und was machst du in meinem Spiegel? Oh mein Gott! Oh, aua, ich glaube, ich habe mein Headset kaputt gemacht. Ich habe gegen meinen PC gedreht, mein linker Zeh tut weh. Wahrscheinlich bin ich deswegen gerade auch hier in dem Krankenhausbett aufgewacht. Ist unsere hängende Freundin vielleicht noch am Chillen? Die ist weg. Das finde ich irgendwie schlimmer, als wenn sie noch da wäre. Betten mit Trennwänden ist schon mal gut, dass da keiner liegt. Das beruhigt mich. Fuse. Achso, Sicherung. Wir haben die Sicherung. Das haben wir die ganze Zeit gesucht. Dann gehe ich nicht in den anderen Raum. Ich bin doch nicht bekloppt. Hier mussten wir rein mit der Sicherung, ne? Okay, lass uns das Ding reparieren und alles ist gut. Es war alles nur ein Traum. Haben wir es repariert? Oh Mann, ich will da nicht rausgehen. Ah, wir haben den Fahrstuhl repariert. Das war die ganze Zeit die Aufgabe. Oh mein Gott, wer ist er? Oh mein Gott! Oh mein Gott, jetzt fahren wir in dem gruseligen Fahrstuhl. Warum? Was ist die Mission? Warum sind wir überhaupt in einem Krankenhaus? Ich hasse Krankenhäuser, die sind kacke. Bitte geh nicht mehr so lange. Ich halte das wirklich nicht mehr lange durch. Wirklich nicht. Aber ich will mich danach stark fühlen. Hier gibt's Licht. Vor allem, wir machen das alles nur, weil unser Auto nicht über den Baum fahren konnte. Stellt euch vor, wir wären Fahrrad gefahren, wäre das alles nicht passiert. Okay, hier darf man nicht durch, geht auch nicht. Ja, klar ist hier die... Natürlich, Überwachungskameras dürfen in keinem Horrorfilm fehlen. Na dann, zeig mal her, wa? Einfach Gustav. Klick, abonniert. Ah, okay, das sind die Überwachungskameras. Hey, das ist so ein gruseliger Typ, der uns gleich anschauen wird. Ich war so klar. Okay, also wir haben Überwachungskameras und hier laufen weirde Leute rum, die eigentlich tot sind. So Zombies-mäßig. Kommentar für den Algorithmus geschrieben, schnell. Okay, und jetzt machen wir gerade irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, was. Ja, natürlich geht's nochmal runter. Oh, nee. Wir sind unten in den Katakomben. Okay, machen wir die Generatoren an. Beep, 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 beep. Follow the cables on the floor to activate the fuses. Turn them all on to escape. Ey, cool, wir sind fast draußen. Okay, wir müssen allen Kabeln folgen. Da wird bestimmt nichts passieren, wenn wir den folgen. Das wird bestimmt nicht gruselig gleich, wenn wir um die Ecke biegen. Zack. Aktiviert und jetzt fehlt nur noch das andere. Gleich kommt nochmal der fetteste Jumpscare der Welt und dann haben wir es vielleicht geschafft. Escapen. Okay, Generator ist an. Das Tor da hinten geht auch, aber das ist das Tor zum Ausgang. Da ist gerade jemand langgelaufen. Hier kommt jemand. Da ist doch gerade jemand langgelaufen. Ich habe es doch genau gesehen. Okay, hier müssen wir auch noch was aktivieren. Turn on the power. Okay, es gibt Licht. Alles cool. Oh mein Gott! Oh! Direkt hinter der Ecke. Ach, wir müssen es aktivieren, ohne dass die uns bemerken. Okay, okay, okay. Oh, das wird schwer. Da ist sie. Das können wir nicht aktivieren zum Beispiel. Hier war ich noch nie. Muss mir in der Nase kratzen. Da ist sie. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Okay. Nicht schlimm, wir nehmen einen anderen Weg. Ist okay. Mein Gott, das ist super schwer. Okay, ein was fehlt noch. Ah, hier hinter. Ah, hier ganz am Ende. Und jetzt müssen wir nur wieder zurück. Mein Gott, hier geht's auch noch. Go back to the elevator! Nein, 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 nein! Nein! Du kannst mich jetzt nicht catchen! Du kannst mich jetzt nicht catchen! Ich bin kurz davor! Nicht so kurz vorm Ziel. Nein! Mann! Oh mein Gott, ich hatte es fast! Wir müssen vier Schalter aktivieren! Da vorne ist der Ausgang. Ich weiß es. Oh mein Gott, wir sind raus. Wir sind draußen, wir sind... Dann kommt die zum Schluss einfach nochmal. Ach so, na Mensch, da musst du mit rechnen. Okay, machen wir es halt nochmal. Sieht aus, als wäre sie weg, aber das bedeutet nichts. Nein, 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 sie kommt nicht mehr, sie kommt nicht mehr rein. Wir sind drin, wir sind im Fahrstuhl. Und sie, wir haben die...
Wir haben die Tür vorher zugemacht. Jetzt aber wachsam bleiben, das bedeutet noch gar nichts auf der Map. Komm, bitte mach jetzt so eine richtig glückliche End-Cutscene. Wo so alle spielen, auf einmal sind alle wieder... Freunde, wo sind wir? Oh mein Gott, wir sind wieder in unserem Starterhaus! Hier hat alles angefangen, unser altes Haus. Dann setzen wir uns an den Laptop. Oh mein Gott, es startet nicht alles wieder von vorne. Das ist ätzend. Aber vielleicht wird es auch nochmal anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das das Ende von der Map ist. Beziehungsweise der Anfang. Ich habe gefragt, was ist falsch mit dem Spiel? So ging auch das erste Level los. Wenn wir jetzt wieder auf... Ist es ein Kreislauf? Ist es ein... Oh mein Gott, es ist kein Kreislauf! Oh mein Gott, es ist verdammt nochmal kein Kreislauf. Mein Gott, Rose fragt, hallo, wie war dein Trip? I bought it from a friend. Was hast du gekauft? I didn't even want to... Was? Was ist hier los? Ist das Rose? Das war's. Das war's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist das Krasseste, was ich je gespielt habe. Also an Minecraft-Maps. Das war so gut. Oh, und wisst ihr, was das Schönste ist? Ich kann jetzt erstmal mein Licht anmachen. Dicke Shoutout erstmal an die ganzen Ersteller. Die Story habe ich nicht richtig verstanden. Falls ihr das getan habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne auch mal ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, wie ich gelitten habe. Besser lasst wirklich ein Like und ein Abo da. Weil von dieser Map werde ich auf jeden Fall noch 2-3 Nächte Albträume haben. Trotzdem, es war sehr unterhaltsam. Ich fühle mich jetzt wie der stärkste und mutigste Mensch der Welt. Ja, und wir sehen uns dann an Silvester am 31. wieder. Haut rein. Es war krank. Ich bin gestört für immer.